zweite Stunde wird beendet von der Pausenklingel. Langsam kriegt er Augenringe unter seinen Augenringen. Und er braucht ein bisschen länger und die Lehrerin fragt scherzhaft, ob er wohl alleine rausfindet. Witzig, er könnte doch, er will nicht. Da draußen ist die Wildnis, da sind alles Wilde. Montag der Rucksack, gestern die Brille. Mama hat gefragt, er hat gesagt, er wäre hingefallen. Oh nein, sie glaubt ihm nicht, aber sie fragt doch nicht. Dumm die Dumm, so ist die Natur. Jungs sind Jungs und er frisst diese ganze Scheiße täglich in sich hinein. Nein, er kann mit keinem drüber reden. Und er fragt sich, was kommt als nächstes? Bitte nicht wieder mitten in der Klasse vor den Mädchen. Und er weiß, dass sie eh auf ihn warten. Und wenn er nicht zahlt, dann muss er bezahlen. Und er träumt davon, jemand anders zu sein. Endlich er, endlich frei, ganz woanders zu sein. Doch sie lassen ihn nicht gehen, nein, lassen ihn nicht weg. Und eines Tages vererbt er all die Narben, die er trägt. Und er träumt davon, jemand anders zu sein. Endlich er, endlich frei, ganz woanders zu sein. Doch sie lassen ihn nicht gehen, nein, lassen ihn nicht weg. Und eines Tages vererbt er all die Narben, die er trägt. Er kann nicht schlafen, kann nicht essen, seine Klassen nicht vergessen. Wie sie lachen, wie sie hetzen, wie sie schlagen, wie sie treten. Er kann dann gar nichts anderes denken, wie danach noch vor der Schule. Er hasst die Welt, nach der Schule ist vor der Schule. Er trägt die falschen Schuhe und sie sperren ihn in den Schulschrank. Er spielt nicht gut Fußball, er riecht so, als ob er nie geduscht hat. Er ist ein Loser, sie machen ihm das Leben zur Hölle, das ist so furchtbar. Er ist dumm, wieso kann er keinen höheren IQ haben? Wieso kann er nicht einfach zuschlagen? Wieso wird er niemals seine Freundin haben? Ach so, nee, schwul, wieso will er keine Freundin haben? Es ist zum Heulen, es ist zum Ausrasten. Er muss dringend seinen Frust an irgendjemand auslassen. Und dann wird der Gemobbte zum Mobber. Und dann mobbt der Mobber nochmal und nochmal. Und er träumt davon, jemand anders zu sein. Endlich er, endlich frei, ganz woanders zu sein. Doch sie lassen ihn nicht gehen, nein, lassen ihn nicht weg. Und eines Tages vererbt er all die Narben, die er trägt. Und er träumt davon, jemand anders zu sein. Endlich er, endlich frei, ganz woanders zu sein. Doch sie lassen ihn nicht gehen, nein, lassen ihn nicht weg. Und eines Tages vererbt er all die Narben, die er trägt. Aha. Das ist der Gemobbte, er leidet. Für euch ist das alles nur Spaß, ihr lacht, aber der Gemobbte leidet. Ihr habt euch das Album angehört, Motto Mobbing, ihr habt's gefeiert, ihr habt's cool gefunden. Aber der Gemobbte leidet, ihr Idioten, Motto Mobbing. Motto Mobbing, aha, Antilopen, frrrr. Ich bin ein Typ, der auch mal aneckt, wie Che Guevara oder James Bond oder so. Ich war mal Klassensprecher in der Schule und ich fand auch damals Ordnung schon wichtig. Und wenn die nicht eingehalten wurde, dann habe ich die anderen beim Direktor gemeldet. Das hat ja nichts mit Petzen zu tun. Die anderen haben mich dann beim Sport in den Basketballkorb gesetzt. Aber das war mir egal. Also einmal nicht, da hatte ich so mit dem Magen so eine Art Durchfall.